Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man aus wenigen Utensilien ein herziges, schönes Frühlingsdeko macht. Und zwar habe ich hier einen Topf, verschiedene Utensilien dazu, also hier Hyazinthe, einige Äste, die aus dem Garten kann man schneiden, Erde, plus etwas Moos und natürlich ein schöner Schmetterlingsdeko. Und diese werde ich jetzt hier arrangieren. Sie sehen, ich nehme da die Hyazinthe, mit dem, weil ich sie jetzt nach vorne bepflanze, dass es nach zu Ihnen hin sieht. Fülle das ein bisschen mit Erde auf. Natürlich schauen, dass es im Mittelpunkt ist, dass es schön aussieht. So, drücke das ein bisschen leicht an. Nicht viel, ist gar nicht nötig. Dann fülle ich hier mit Moos. Das kann man aus dem Wald holen. Ich habe jetzt das gekauft, fix fertig, in einem Bastelladen gekauft. Arrangiere das so rundherum. Das hat den Vorteil, dass es natürlich schön aussieht, aber auch, dass die Pflanze braucht nicht zu viel Wasser. Das ist sehr praktisch. Dann habe ich hier einige Zweige. Die kann man im Garten schneiden zum Beispiel. Und da ist wirklich ist eine eher moderne Dekoration. Das stecke ich jetzt einfach hier hinten rein, die großen nach hinten, ähnlich wie beim Amaryllis-Gesteck. So. Voilà. Da habe ich noch eines hier. So. Das gibt einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Leben rein. Und was ich jetzt hier noch mache, ich muss es ganz schnell kurz drehen zum Anschauen, wie es aussieht. Ja, das ist perfekt. Und das da, das mache ich jetzt hier noch rein. So. Und schon ist die Frühlingsdeko fertig. Ganz einfach umzusetzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen.